Nachdem wir uns im vorigen Video mit der Manipulation von Tabellen in SQLite beschäftigt haben, wollen wir uns in diesem Video mit der Verknüpfung von mehreren Tabellen beschäftigen. Idee ist, dass man jetzt nicht alle Daten, die man hat, in eine Tabelle packt, dann dort redundante Daten ablegt. Das ist nicht im Sinne des Datenbankdesigns, sondern dass man Inhalte, Informationen auf Tabellen verteilt. Das wollen wir uns einmal angucken. Ich habe jetzt mal vorbereitet, dass wir uns jetzt eine neue Tabelle Energiesysteme machen, also so wie wir das schon kennen. Wir löschen unsere alte Tabelle, erzeugen eine neue Tabelle. Die soll jetzt vier Spalten haben, wie wir das jetzt schon gesehen haben. Also Systemname, die Land-ID, die habe ich jetzt nach vorne gezogen, Systemtyp und die installierte Leistung. Ich gebe jetzt hier, das ist jetzt neu, den Primary Key an. Ich habe jetzt zwei Primärschlüssel, nämlich der Systemname und die Land-ID sind beide gemeinsam Primärschlüssel. Das heißt, ich kann jetzt auch mehrere Systeme haben, die Photovoltaik sind. Die müssen sich dann im Land unterscheiden. Und dann in zwei Stufen, einmal für Deutschland. Diesen Teil der Daten kennen wir schon. Und dann ergänzen wir hier unten noch neue Energiesysteme, nämlich Onshore Wind und Photovoltaik in unterschiedlichen Ländern. 2, 3, 4, die definieren wir uns gleich. Also wir führen einmal aus. Und schauen uns jetzt einmal an, was in unserer Tabelle Energiesysteme drin steckt. Das machen wir mit dem Select-Befehl und haben jetzt hier unsere Einträge. Systemname, Land-ID sind die Primärschlüssel und wir sehen jetzt hier unten unsere neuen Einträge Photovoltaik und die Onshore-Windenergie in den Ländern 2, 3 und 4. Was brauchen wir jetzt noch? Wir müssen jetzt noch unsere Länder definieren. Also wir brauchen dann eine zweite Tabelle. Wie machen wir das? Wir definieren uns eine neue Tabelle Länder. Da wichtig, keine Umlaute oder Sonderzeichen verwenden. Das machen wir mit dem AE, wenn man das jetzt nicht sowieso auf Englisch machen würde mit Countries. Wir bleiben mal hier bei den Ländern. Und dann sehen wir jetzt hier, ich erzeuge eine neue Tabelle mit relativ vielen Spalten, nämlich der Land-ID als Integer, dann Energiesystemname, Landname, Kontinent. Wir definieren uns noch den Nutzungsgrad als energietechnische Kennzahl. Es gibt ja an, zu wie viel Prozent wir die Auslastung haben. Hat ja was mit den Vollbenutzungs- oder Volllaststunden zu tun. Und wir haben hier noch den LCOE, also die Levelized Costs of Electricity. Was kostet mich die Energie? Und zwar natürlich jetzt pro Kilowattstunde. Das müssen wir dann an dieser Stelle natürlich einmal verändern. Was passiert nun, wenn wir das ausführen? Er erzeugt uns eine neue Tabelle Länder, die taucht dann hier links gleich auf, hier rechts gleich auf. Wir lassen mal laufen. Es passiert natürlich erstmal nichts, weil wir sehen, auf der rechten Seite haben wir jetzt unsere Einträge und wir können dann sagen Select Sternchen from Länder und sehen dann, wir haben hier unsere Einträge, also die Land-ID, die haben wir jetzt definiert. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben den Namen des Systems. Wir haben den Namen des Landes, den Kontinent, den Nutzungsgrad in Prozent und dann diese LCOE, also die Levelized Costs of Electricity, als Werte. Also was sind die Stromgestehungskosten in Euro pro Kilowattstunde? Jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir jetzt diese beiden Tabellen, die wir jetzt definiert haben, wie wir die verknüpfen können. Denn jetzt haben wir ja zwei Tabellen, einmal die Energiesysteme mit den Länder-IDs und wir haben diese Land-ID oder Land-ID und wir haben halt hier die Land-ID in Länder, die in der Lage ist oder die uns jetzt sagt, wie heißt denn dieses Land eigentlich? Und das ist jetzt ganz wichtig, denn damit wollen wir jetzt diese beiden Tabellen verknüpfen, diese Inhalte der beiden Tabellen vereinigen. Das passiert dann über das Join. Und da möchte ich jetzt direkt das erste Beispiel machen. Wie sieht das jetzt also aus? Also Funktionen oder Aufruf des SQL Queries folgendermaßen. Lade mir alles aus der Tabelle Länder. Was man jetzt hier hinter noch sieht, ich habe hier noch so ein Alias definiert für Länder. Das kürze ich jetzt mit L ab, sehen wir gleich. Und dann möchte ich jetzt joinen, also ich möchte die Tabelle Länder mit der Tabelle Energiesysteme vereinigen. Auch da definiere ich ein Alias und ich muss dann definieren, worauf möchte ich denn joinen? Also was ist quasi die Verknüpfung?
Welche Spalte in der ersten Tabelle entspricht den Spaltenwerten der zweiten Tabelle, damit er weiß, wie er diese Verknüpfung durchführen soll. Das machen wir folgendermaßen. Da kommt dann dieses Schlüsselwort on und dann haben wir hier zwei Bedingungen definiert, nämlich einmal, dass die Land-ID gleich sein soll, denn das ist ja unser erster Aspekt, also die Land-ID in der Tabelle Länder. Also ich habe jetzt hier diesen Alias L. Damit greife ich dann auf die Spalte Land-ID in der Tabelle Länder zu. Und die soll verknüpft werden mit der Spalte Land-ID in der Tabelle E, nämlich Energiesysteme. Das alleine reicht noch nicht aus, sondern wir müssen auch noch den Energiesystemnamen auf den Systemnamen der Energiesystemtabelle verknüpfen. Das machen wir hier. Das heißt also, und da ist jetzt der Unterschied, dass wir hier die Spalten unterschiedlich benannt haben. Das kann halt passieren, deswegen zeige ich das hier nochmal. Also einmal die Land-ID verknüpfen wir und die Spalte Energiesystemname aus der Ländertabelle soll gleich sein mit dem Systemnamen aus der Tabelle Energiesysteme. Und dann soll er uns wirklich alles anzeigen. Das lassen wir mal einmal laufen und sehen jetzt, also, was haben wir hier? Die Land-ID, wir haben den Energiesystemnamen, da haben wir natürlich nur Photovoltaik und Wind, weil nur diese beiden Daten in der Ländertabelle angelegt ist, mit allen relevanten Angaben, Nutzungsgrad und LCOI. Wir sehen den Kontinent, wir sehen aber auch hier, wir haben jetzt redundante Informationen, denn der zeichnet jetzt alle Spalten aus beiden Tabellen an. Das ist natürlich nicht so ganz das, was wir wollten, aber an sich erstmal genau das Ziel, was wir erreicht haben, ist, was wir erreichen wollten, haben wir erreicht. Wir haben jetzt also die Land-ID, das ist hier diese erste Spalte, mit diesen Daten hier verknüpft und der Energiesystemname ist mit dem Systemnamen aus der Tabelle Energiesysteme verknüpft. Da muss man sich vielleicht so ein bisschen dran gewöhnen an dieses Join, da muss man ein bisschen mit kämpfen manchmal auch. Aber ich denke, wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, eigentlich eine ganz, ganz klare Sache. Wenn wir das reduzieren würden, nur auf den Energiesystemnamen verknüpfen, was passiert dann? Dann kriegen wir großes Durcheinander, weil er dann nämlich alle Systemnamen aus der Energiesystemnamen aus der Ländertabelle mit dem Systemnamen aus der Energiesystemtabelle verknüpft. Und dann haben wir hier ein Join, der nicht vollständig ist, sondern tatsächlich zu viel verknüpft. Diese Vereinigungsmenge wäre es ja dann mathematisch oder die Schnittmenge. Und das ist natürlich nicht das, was wir eigentlich haben wollen. Also von daher, da muss man mal ein bisschen aufpassen, was will man eigentlich. Also wir machen das jetzt mal einmal richtig. Also die Land-ID nochmal verknüpfen und die Namen der Systeme verknüpfen, dann bekommen wir genau das, was wir eigentlich wollen. Wir haben jetzt wieder alle Spalten selektiert. Das ist natürlich auch nicht unbedingt das, was wir eigentlich machen wollen. Da gibt es jetzt beim Join noch verschiedene Unterarten. Also ich kann jetzt hier noch so ein Left Join machen, also eine linksseitige Verknüpfung. Wenn wir das machen, das will er jetzt an dieser Stelle nicht. Also Left Join, Right Join, das sind also Spezialeinheiten. Normalerweise reicht aber hier dieses Join, das heißt also diese Verknüpfung. Ansonsten würde er das immer noch linksseitig machen oder rechtsseitig machen. Das sind noch so Unterarten des Joinens. Jetzt ist es natürlich so, jetzt wollen wir vielleicht gar nicht die ganze Datenvielfalt haben, sondern wir reduzieren das mal auf ein paar Spalten, die uns wirklich interessieren. Da jetzt wichtig, also ich trenne das hier mal auf, dass wir hier diese Befehle mal untereinander schreiben. Auch das ist ja üblich eigentlich in SQL, dass man das nicht in eine lange Zeile schreibt, in dem Zeilenumbruch, sondern untereinander. Das ist ein bisschen übersichtlicher. Also wir selektieren jetzt hier unsere Spalten, die uns interessieren, aus der Tabelle Energiesysteme, joinen das auf die Tabelle Länder, kürzen die wieder ab mit E und L, haben hier unsere Bedingung, welche Spalten sollen aufeinander verknüpft werden und sage dann, welche Spalten möchte ich gerne haben. Und da gebe ich jetzt immer an den Spaltennamen und schalte davor immer noch unseren Alias für die Tabelle, also E. für Systemname. Das ist in dem Fall ja eindeutig, aber trotzdem, man sollte immer die Tabelle mit dazu schreiben, damit das eine klare Zuordnung ist und man selber auch weiß, aus welchen Tabellen kommen jetzt eigentlich diese Spalten. Also was möchten wir haben? Den Systemnamen, den Namen des Landes, die installierte Leistung
und den Nutzungsgrad, lassen wir das laufen, dann bekommen wir genau das, was wir eigentlich brauchen, nämlich den Namen des Systems, das Land, die installierte Leistung und der Nutzungsgrad. Warum wollen wir das haben? Mit den Angaben können wir jetzt gleich berechnen über den Nutzungsgrad und die installierte Leistung. Wie groß ist der Energieertrag dieser Systeme in einem Jahr? Dabei hilft uns ja dann der Nutzungsgrad. Also auch das können wir jetzt machen, indem wir da Rechnungen durchführen. Wir machen es wieder komplizierter. Ich trenne das hier wieder auf. Ich habe nämlich jetzt hier neu ergänzt die Volllaststunden oder Vollbenutzungsstunden, indem ich den Nutzungsgrad multipliziere mit 8760, also mit den Stunden des Jahres. Das gibt mir die Volllaststunden. Und das soll einfach eine neue, also die Spalte sein. Ich habe dann hier auch direkt noch den Namen angegeben. Da können wir vielleicht ein Anführungszeichen machen. Das soll also die neue Spalte Volllaststunden sein. Die kriegt also diesen Alias. Wir lassen das auch mal einmal laufen. Es verschwindet die Spalte der vom Nutzungsgrad. Die können wir vielleicht noch mal einmal angeben, um zu sehen, wie das aussieht. Zack. Also Nutzungsgrad und dann haben wir hier die Volllaststunden oder Vollbenutzungsstunden. Das ist ja einfach der Nutzungsgrad multipliziert mit 8760. Das heißt, wir wissen, wie viele Stunden im Jahr diese Systeme mit voller Leistung laufen. Die übrigen Stunden würde das System ja gar nicht einspeisen. Ja, und so können wir dann tatsächlich mit diesen Informationen in diesen beiden Tabellen berechnen, wie groß der Energieertrag ist. Das wollen wir jetzt auch nochmal uns einmal angucken. Also wir erweitern jetzt diesen Select-Befehl hier vorne um die Rechnung. Das haben wir einmal hier. Also was haben wir jetzt hier? Der untere Teil bleibt gleich, da ändert sich nichts, aber wir haben mehr Spalten, nämlich die installierte Leistung, dann haben wir hier den Nutzungsgrad. Wir haben hier als nächste Spalte, das wir gerade schon gemacht haben, Nutzungsgrad mal 8760, sind die Vollbenutzungsstunden. Und dann das letzte ist dann Nutzungsgrad mal 8760 mal der installierten Leistung. Also wir wollen Nutzungsgrad mal 8760 sind die Volllaststunden, Volllaststunden mal installierte Leistung. Zeit mal Leistung gibt Energie und wir teilen diesen Wert direkt durch 1000, dann haben wir nämlich nicht Gigawattstunden, sondern Terawattstunden. Deswegen auch da wieder sinnvoll, den Namen so zu wählen, der Spalte, der Ergebnisspalte, dass wir auch die Einheit kennen. Wir lassen das laufen und sehen hier, wir bekommen hier dann eine weitere Spalte mit dem Jahresertrag. Den könnten wir jetzt vielleicht auch noch runden, dass wir sagen, wir brauchen nicht hier so viele Nachkommastellen, also geben wir das nochmal auf eine Nachkommastelle an. Lassen nochmal laufen und sehen dann, also die Photovoltaik in Deutschland hat unter diesen Bedingungen 73,6 Terawattstunden elektrische Energie produziert. Die Windenergie in den USA wäre dann bei 464,3 Terawattstunden. Das heißt also, mit diesem Join kann ich jetzt diese Tabellen miteinander verknüpfen. Jetzt kann man sagen, ja, muss ich das denn machen? Ich könnte doch eigentlich auch das Land hier noch in der Energiesystemtabelle mit ergänzen. Das ist richtig. Aber dann habe ich halt viele redundante Einträge, weil ich dann ja die Photovoltaik mehrfach habe mit dem LCOE, mit dem Nutzungsgrad. Das sind alles Informationen, die lagern wir lieber aus in eine zweite Tabelle. Die typischen Tutorial-Beispiele sind dann irgendwelche Bankkonten und Bankkunden, die man da hat. In unserem Fall jetzt also die Energiesysteme und die Länder, in denen diese Energiesysteme stehen. Und durch diese Separation wird A, die Datenmenge, die wir speichern müssen, kleiner. Wir sind wesentlich flexibler in der Anwendung, dass wir also einmal unsere Länder abspeichern, dort auch noch weitere Angaben ergänzen können. Und dann haben wir ganz konkret unsere Energiesysteme, die wir dann mit den Ländern verknüpfen. So ist die Logik und so sollte man dann an die Struktur, an den Aufbau seiner eigenen Datenbank auch entsprechend immer herangehen.